auch ganz gerne einen selbstgemachten Joghurt machen oder vielleicht auch einen selbstgemachten Kefir, aber weißt einfach gar nicht, wo du überhaupt anfangen sollst, hast keine Lust auf lange Wartezeiten, hast kein Equipment zu Hause und möchtest dich auch nicht befassen mit diesen ganzen Starterkulturen und komischen Knollen, die man dazu fermentieren braucht. Dann gibt es aber für dich trotzdem einen Weg und den zeige ich dir in diesem Video. Alles, was du brauchst, sind zwei Zutaten, eine Nacht drüber schlafen und schon ist dein fermentierter Joghurtdrink ready. Also, auf geht's! Alles, was du für deinen Overnight-Joghurt brauchst, ist einfach nur ein Glas Milch und ein Esslöffel saure Sahne. Das Ganze vermischst du miteinander, bis die saure Sahne sich wirklich gut in der Milch aufgelöst hat. Und danach kannst du das entweder bedeckt oder auch unbedeckt für 12 bis 24 Stunden bei Raumtemperatur einfach in der Küche stehen lassen. Und wirklich allerspätestens nach 24 Stunden ist euer Joghurt dann schon ready. Du kannst anstatt der sauren Sahne natürlich auch einen Esslöffel Joghurt oder Kefir verwenden. Ich habe nur persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man saure Sahne verwendet, wird dieses Endresultat einfach so ein schöner, cremiger Joghurt wie einer aus dem Supermarkt. Und ich persönlich mag wirklich diese dickflüssige Konsistenz sehr, sehr gerne. Wenn ihr aber, wie gesagt, irgendwas anderes verwendet, kann es halt sein, dass es ein bisschen dünnflüssiger wird, vielleicht ein bisschen bröckeliger noch, aber wenn ihr es gut durchschüttelt, dann wird es ja auch total passen und dann müsst ihr einfach gucken, was euch lieber ist. Aber wenn ihr einen so dickflüssigen und cremigen Joghurt bevorzugt, dann würde ich wirklich Vollfettmilch empfehlen und saure Sahne. Und je weniger Fettgehalt eure Produkte haben, also sowohl die Milch, wenn ihr eine Low-Fat-Milch verwendet oder eben statt saurer Sahne einen Kefir oder Joghurt, dann wird auch euer fertiges Resultat natürlich ein bisschen leichter, ein bisschen flüssiger und natürlich nicht so fest und cremig, wie es jetzt bei mir der Fall ist. In Russland nennt man dieses fermentierte Milchprodukt Prastakwascha. Ich habe das früher bei meiner Oma beobachtet, wie sie das immer gemacht hat. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, sie lässt Milch nicht im Kühlschrank über Nacht stehen. Passiert da nicht irgendwas mit der Milch? Aber ich finde, das ist eine tolle Methode, einfach um ein bisschen Fuß zu fassen mit dieser ganzen Welt des Fermentierens und vor allem einfach mal um zu starten, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen. Falls dich mehr um das Thema Fermentieren interessiert oder viele Fragen hast oder einfach mal starten möchtest, ich habe einen kostenlosen PDF-Guide vor langer Zeit zusammengestellt. Den findest du unten in der Infobox mit wertvollen Tipps und Tricks, die ihnen echt schon vielen Leuten helfen konnte damit. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Und ansonsten findest du auch weitere gesunde Rezepte und die auch gut für deine Verdauung sind in meiner gesunden Rezepte-Playlist. Schau da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und falls du Kefir doch mal eine Chance geben möchtest oder dich jetzt wahrscheinlich fragst, was redet die da die ganze Zeit? Was meint die mit Kefir? Dann schau dir unbedingt mein Video zum Thema Kefir an. Das sage ich deshalb so mit Nachdruck. Das ist zwar ein sehr, sehr altes Video von mir. Das habe ich, glaube ich, vor sehr, sehr ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit hier gefilmt. Aber da erzähle ich dir auch ein bisschen was über die Hintergründe von fermentierter Milch und vor allem von Kefir, was ein bisschen die Geschichte ist und was die auch für gesundheitlichen positiven Effekt für deine Darmflora und somit auch für deinen gesamten Körper haben kann. Also, falls dich das interessiert, Thema Darmflora und Verdauung und Immunsystem, schau da auf jeden Fall auch vorbei. Ich werde dir das alles in der Infobox und in der Infokarte nochmal verlinken. Ansonsten, wie immer, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und dann sehen wir uns wieder übernächste Woche Dienstag mit einem neuen Video. Bleibt fit und gesund. Bis dahin, Fippi!